gestört. Was ging dir durch den Kopf, als du diesen menschlichen Müllhaufen erledigt hast? Langeweile. Genau wie bei diesem Gespräch. Hey, rede gefälligst nicht so mit Max. Ich rede mit der, ich will... Ist schon gut, William. Wie dem auch sei. Gages Gesetz besagt, dass du der neue Overboss bist. Dann hoffen wir mal, dass du besser bist als der Letzte. Ich bin Max. Das ist mein Bruder William. Ist mir ein Vergnügen. Wir sind die Chefs dieser Bande, zusammen mit Lizzie. Wir nennen uns die Unternehmer. Du okay. wirst schon bald feststellen, dass wir die Einzigen sind, die du hier unterstützen solltest. Denn wirklich? Nur wir sehen, was das hier wirklich für ein Ort ist. Ein Tempel, der für das Einzige steht, was in dieser Welt zählt. Und was wäre das? Kronkorken. Dieser Ort wurde gebaut, um Trotteln Kronkorken aus der Tasche zu ziehen. Ich meine, irgendwie. Wir haben uns Gage und Coulter nur angeschlossen, um dieses Ziel zu erreichen. Allerdings mit etwas anderen Methoden, als die Gründer es beabsichtigt hatten. Stattdessen ließ Coulter uns fast ein Jahr lang rumsitzen und hat das Leben auf seiner verdammten Bergspitze genossen. Habe ich schon gehört. Wenn du hier jetzt das Sagen hast, wollen wir von dir eine Zusicherung, dass du den Ort zu seiner wahren Bestimmung führen wirst. Und dass wir endlich wieder Leute überfallen, um ihnen ihr beschissenes Geld abzunehmen. Und ihr könnt mir bestimmt sagen, wieso ich ausgerechnet die Unternehmer unterstützen sollte, oder? Ich habe keinen Grund dafür. Weil es diese ganze Scheiße nicht gibt. Meine Leute werden nicht von ihrer Blutgier oder Tierinstinkten geleitet. Wir sind die einzigen Vernünftigen hier und würden wertvolle Verbündete abgeben, solange du mit dem Ort hier wieder Kronkorken verdienen willst. Wir möchten also wissen... Ich meine, die sind ganz klar vernünftiger als der Rest, aber... Ja, ich bin eigentlich wegen der Limo hier. Super, wieder so ein Spinn. William, sicher doch, Overboss. Du bist im Parler immer willkommen. Und wenn du Lust hast, ein paar Jobs. Aber denk auch mal darüber nach, was wir für ein Leben führen. Aha. Ich meine, ich würde sagen, die hätten recht, wenn ich nicht in dieser Lage von absoluten 439.000 Kronkorken wäre. Ich würde mit denen 100% zustimmen. Es ist ein absolut toller Ort, um Leuten das Geld aus den Taschen zu ziehen. Aber... ich bin skeptisch wegen den einen, den da, die brauche ich eigentlich gar nicht. Selbst wenn die bestimmt an einem Punkt mal nützlich werden. Und die anderen werden wir jetzt kennenlernen. Wahrscheinlich ein Haufen Tiere. Hashtag Vorurteile. Hashtag. Bin ich schon cool. Nein. Max und William lassen mich Gäste normalerweise abtasten, aber du kriegst eine Sonderbehandlung. Krieg ich die Waffe von dir? Die sieht ziemlich gut aus. Ja, bisher habe ich einen ganz guten Eindruck von dem DLC. Ich meine, es hat eine kleine Herausforderung, aber... Ich habe einen der Händler beim Clown erwischt. Wer nicht herausragt, ist... Oh mein Gott. Willkommen im Nest, Boss. Wir haben uns schon gefragt, wann du vorbeikommst. Oh mein Gott. Es sind diese Fetischisten. Furries. Obwohl der Wald erzählt, gedacht, gegangen. Oh, guck mal, die haben endlich etwas aus Fort Vegas hier reingepackt. Sunset Sarsaparilla. Ein etwas größerer Nummer als die Cabot Crest. Quest, wo das Mojave dann erwähnt worden ist. Das Rudel lässt die Sau raus. Ja, also diese Sprache hier. Hundekämpfe. Bin jetzt schon Freund von denen. Wenn du was fangen willst, du meintest, wir dürfen keinen von ihnen töten. Also, sei ehrlich, musstest du Schlange stehen, um mich sehen zu dürfen? Nein, ich bin einfach hierher gekommen. Ganz genau. Die meisten kümmern sich um ihren Kram, ohne mir damit auf die Nerven zu gehen. Brauchst du Hilfe, um deinen Platz hier zu finden? Nein. Es geht schon. Es gibt jede Menge Verletzungen. Verletzen sich überhaupt? Die machen so wenig Schaden, die verletzen sich nicht mal. Der Zoo macht viel Arbeit. In genauerem Hinsehen weiß ich nicht, ob ich dir diese Overboss-Nummer abkaufe. Seid ihr ein Problem, das ich lösen muss? Schön langsam, Boss. Wir lernen uns gerade erst kennen. Du machst aber keinen guten Eindruck. Alpha des Rudels. Die Gegend hier gehört uns. Du magst der Overboss sein, aber ich bin der Anführer des Rudels. Und werde es auch bleiben. Klar. Solange du das nicht vergisst, läuft alles bestens. Oh,
arbeiten wir zusammen, Mason. Ich will dir nicht den Posten streitig machen. Wenn das stimmt, haben wir vielleicht wirklich keine Probleme. Pass auf, Coulter weint wirklich keine Eintränen nach. Ich hätte nur gedacht, sein Ersatz wäre anders. Aber Gage sagt, dass was hast du erwartet als ein Typ in einer Marine-Power-Rüstung, Kampfrüstung? Du willst kein Overboss sein? Wenn ich wüsste, dass die anderen Banden dabei sind, würde ich sofort das Kommando übernehmen. Mach ich auch. Wenn sich rausstellt, dass du ein Vollidiot bist. Wenigstens ist es nicht Max Black oder die bekloppte Nisha. Und du kannst kaum schlechter als Coulter sein. Keine Sorge. Gage wusste, was er tat. Das können wir noch nicht sagen. Unwahrscheinlich, dass du noch schlechter als Coulter sein wirst. Versteh mich nicht falsch. Coulter war ein Overboss. Dem hat keiner widersprochen. Und zu Anfang lief alles gut. Richtig gut. Mhm. Das war vor einem Jahr. Dann wurde Coulter weich. Wollte auskosten, was wir erreicht haben. Was wollt ihr dann? Kronkorken, Action, irgendwas. Nur nicht dumm rumsitzen, wie wir es das letzte Jahr gemacht haben. Okay. Ich bin ganz um. Ja, das hier ist besser als die Dreckslöcher da draußen. Aber die versprochenen Kronkorken gibt's hier nicht. Keiner ist zufrieden. Nicht mal die Jünger. Die sind normalerweise fröhlich, solange sie im Blut warten können. Die Dinge gingen den Bach runter. Aber Gage hat das geändert. Er hat uns versammelt und versprochen, dass er jemanden findet, der Coulter erledigt. Was hat es denn wirklich mit Gage und Coulter auf sich? Tut nichts, was ich dir nicht schon erzählt hätte. Okay. Ist die Geschichtsstunde vorbei? Ja, Boss. Pass auf, kommen wir zum Punkt. Ich gehört, du sprichst auch mit anderen. Warte, ich werde mal kurz meine enormen Zeitreisekräfte benutzen. Sei ein gutes Hühnchen und hol das Stöckchen. Sonst wirst du eingeschläfert. Oh ja, dazu noch eine letzte Sache zum Es gibt immer was zu tun, wenn du mal helfen kannst. Treue ist. Okay. Da ich jetzt mal Superkräfte habe. Oh mein Gott, die sind also aus irgendwo so viel Leben. Man wird nur Sklave, wenn man Sklave sein will. Das Leben ist zu kurz für Bullshit. Feier jeden Tag, als wäre es dein letzter. Bist du Schaf oder Wolf? Das Rudel nimmt nur. Ich bin nicht hier, um Teil des Rudels zu werden. Im Jahr 2062 wurde ein lückiger Raketenanzug rechtzeitig zu Halloween an die Hände ausgeliefert. Der durchschlagende Erfolg führte dazu, dass die Leben mit der Nachfrage kaum Schritt halten konnten. Ich meine, ich kann's verstehen. Er ist super sexy. Also ich kann's total verstehen. Okay, nein, nicht wirklich. Und das ist kein guter Raumanzug in praktischer Nummer. Nur in Aussehen ist der. Also 7 von 10. Aber praktisch würde man explodieren. Sobald man irgendwas machen würde. Direkt. Einfach so puff. Einfach so. Einfach so weg. Der braucht so lange, um Nuka World zu laden. Es ist erstaunlich, wie lang die Ladebildschirme in Fallout 4 sind. Es war schon immer lange in Bethesda-Spielen, aber wir sind einfach zu lang. Und kein Update hat das bisher gemacht. Sind noch schlimmer 7 Bloodborne, wie die gewesen sind. Ach, wer bist denn du? Ach, du bist Mira. Nein. Ah, und das sind die beiden Maskottchen, richtig? Wie sind Sachen unter dich gekommen? Ja, Drogengespräche. Die Unternehmer zu verstehen, ist gar nicht schwer. Ich sagte, ich habe absolut nichts gegen die Unternehmer. Aber ich sehe keinen Grund, wo ich irgendwie profitieren könnte, abgesehen davon, dass ich noch mehr Geld kriege. Ich habe absolut nichts, was ich hier will. Der Overboss kehrt zurück. Ah, du bist in einem Stück zurück. Das ist ein gutes Zeichen. Ist alles okay mit unseren netten Psycho-Nachbarn? Oh ja. Hoffentlich hast du ihnen nicht zu viel versprochen. Klar, etwas Übertreibung gehört dazu. Aber sie sollten es dir nicht übel nehmen, wenn du dein Versprechen nicht halten kannst. Wer bin ich, Sean Murray?
Sie werden tun, was ich sage. Darauf kommt's an. Oh Mann. Okay. Seid die Ärmel hochzukrempeln, Boss. Es gibt viel zu tun. Das Ding ist riesig. In Abschnitte unterteilt. Parks, wie auch immer die früher genannt wurden. Wir müssen sie uns wiederholen. Einen nach dem anderen. Jeder Abschnitt, den wir sichern, gibt uns mehr Raum zum Atmen und mehr Ressourcen. Du besetzt einen, indem du eine Flagge für eine der Banden aufstellst. Dann gehört er dir. Wer was bekommt, entscheidest du. Die Bande, die ihn kriegt, freut sich natürlich. Aber die anderen könnten neidisch werden. Weißt ja, wie das läuft. Eine Flagge? Eine Flagge aufstellen? Ist das dein Ernst? Mein voller Ernst. Schau, wenn du das jemand anderem überlässt, prügeln sich die Banden darum, wer den Platz verdient hat. Ja. Viele dieser Trottel können nicht lesen. Also muss es eindeutig sein, damit sie mitmachen. Sie wissen, worauf sie achten müssen. Das wär's. Schön. Aber wieso das nicht vorher machen? Nur weil Kota das nicht gesagt hat? Ich meine... Dann legen wir los. Und hey, wir machen das gemeinsam. Also kann ich auch alles geben. Klar. Das ist eine sehr gute Idee, Gate. Du bist der Overboss. Klar, mein neuer Begleiter immer. Aber wieso? Eine Overboss-Truhe, Strohkissen, komische Sachen. Ich werde es einfach mal schließen. Sichere die Galactic Zone, die Dark Goods, Kitty Kingdom, Safari Zone, die Abfüllanlage. Ja, weil das ist das, was wir am meisten brauchen. Diese Idioten, die sich alleine durchschlagen, tja, die sind dann wohl leichte Beute. Gibt's hier was? Stahl. Wow. Gibt's hier irgendwas Neues, oder? Nuka-Cola. Ist das ein Gebäude, oder ist einfach nur so... Da, das ist eine große Frage, die ich mir stelle. Ah, das ist ein Gebäude. Ah, hier unten ist also auch so eine Nummer. Also das hier unten ist so gesehen ein Wohnbereich. Löscht den Durst, verspritzt Wasser. Vielleicht finde ich irgendwann mal was Besseres. Hoffe ich zumindest mal. Bam. Achso, das ist... Ist das ein neuer Radiosender? Hier kommt Radio, ja. Oh, ein Lagerraum. Willst du dich damit wirklich abgeben? Ja. Ich habe wirklich vor, mich damit abzugeben. Wieso fragst du? Hast du was dagegen? Ich meine, wieso brauchen die überhaupt einen Overboss? Ich suche mal noch kurz nach irgendeiner Werkstatt und dann bringe ich der Lieferung nach hier unten. Ich muss natürlich in den Ladebildschirm dafür gehen, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich es hier unten habe, nur für den Fall, dass es despawnen kann. Das ist immer eine Sache, die man haben muss. Ich mag, dass die Mannequin-Nummer wieder eingefügt haben. Es war ziemlich gut in Fallout 3, das muss ich sagen. In Fallout 3 haben die Mannequin-Nummer richtig gut hingekriegt. Oh, safe. Einsteiger. Um durch die Feuerprobe zu kommen, musste ich das Brett in Experte lösen. Ja. Oh, das ist nicht mal was Gutes hier drinnen. Wer wartet? Wir sind jetzt außerhalb des Amusement Parks, beziehungsweise, außerhalb von Nuka Town. Um die einzelnen Teile zu besichtigen. Da alles dazwischen ein Ödland ist. Ich nehme an, alle Raider sind hier schon mal gewesen.
Wir fangen natürlich an mit Galactic Zone, meinem persönlichen Favoriten. Vom Namen her. Ach, Roboter. Star Control. Ja. Meine Frage ist, ob man das mit Automatron verwenden kann, weil es sind einfach nicht genug Sachen in den letzten DLCs rauszukommen. Nein, Hilfe! Mein Gott, ich will diese Waffe haben, die klingt cool. Oh, die haben wirklich eine Wache. Mein Gott, die machen Schaden. Ziemlich erstaunlich. Ach, Mr. Crowby. Ach, du hast eine Waffe. Nee, also, dich bring ich um. Du Königin und Heimatland? Okay. Ich muss kurz einen Plan überlegen. Ich glaube nicht, dass die ganze Sache hier so etwas bringen wird mit dem, was wir im Moment haben. Also, ich weiß nicht, ich meine, die haben denselben Schaden. Wollen wir... Ja, lass uns das benutzen. Ja, so weiter werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Aber ich glaube, das wäre besser, auf jeden Fall, wenn wir irgendwas in der anderen Richtung sehen. Ah, ja, es gibt neue. Gut zu wissen. Okay, ich kann sonst keinen treffen. Komm schon, Gage, er ist Level 1. Normale Protektoren? Oh ja. Hallo. Ich brauch keine mehr da. Egal. Hey. Was gibt's, Bob? Was hast du ab? 7, 6, 2, also das ist bestimmt für eine der neuen Waffen. Ich muss zugeben. Galactic Zone war nicht der beste, um nach neuen Sachen zu suchen. Abgesehen von Robotern. Aber Roboter sind etwas. Haben die wirklich irgendwas dafür gemacht, für den Fall, dass dieser Park angegriffen wird? Und was werfen die eigentlich? Alokbird. Und ich nehme an, die einzelnen Parks werden auch einzeln gegen. Ja, sind sie. Oh, fuck. Novatron. Oh, du hast echt eine coole Waffe. Cool, ich krieg den sogar. Wow. Wie hast du es überlebt? Echt toll, jetzt habe ich einen Typen, der normalen Radar-Dialog spricht. Boy. Oh. So. Mal gucken, ob es irgendwelche neuen Sachen hier gibt. Nicht, dass ich sehen würde. Gibt es bei Robotik-Experte welche? Coca-Cola verkündet mit Stolz die große Wiedereröffnung unserer Welt der Erfrischung. Nö. Jetzt mit leckerem also was nehmen wir denn da? Oh. Das ist neu, ey.
Okay. This is very cool, very cool. Everything is very cool. Ach, da zählt eine Mülltonne. Wir möchten unsere Gäste darauf hinweisen, dass der Kampf heute Abend in der Robco Battle Zone fast ausverkauft ist. Stark, ja. Ah, danke. Oh, 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 oh. Mein Gott, Gage. Aber hey, Schaltplatten. Schaltplatte. Geht doch. Einfach weitergehen, nehme ich an. Star Control Battle Zone, also hier jetzt hin. Haben wir hier? Ja, wir waren hier schon. Also eins von den beiden ist das Richtige, eins ist das Falsche. Ich nehme an, das hier ist das Richtige. Und, nein, dann ist es das Falsche. Dann geht's hier hoch. Ja, das hier ist das Richtige. Ich habe ja nichts gegen reichlich, aber du übertreibst es ein bisschen. Hey, brauchst du was? Keine Sorge, ich habe noch dich. Du bist mehr als genug. Verstehe ich eigentlich, warum das so verdammt schwer ist. Oh, ich habe die ganzen Power-Rüstungsteile noch mit. Tja, dann scheiße. Hey, bin Nuke. Ach so. Tag machen. Dann viel Spaß, wir werden noch eine lange Nacht haben. Tag. Wie spät auch immer es gerade ist, ich kann es nicht so ganz sehen. Vault-Tec Among the Stars. Wir mussten wirklich Vault-Tec in dieses DLC mit reinziehen. Ich weiß nicht, ob das so nötig war. Ich bin bereit für das, was Vault-Tec mir entgegenzuschmeißen hat. Bisher noch nichts. Ich meine, das ist nett. Fahrkarte, Prospekt. Also ich nehme an, dass da ganz vorne ist, da wo wir gerade eben waren. Also das ganze normale Gebiet. Und wir sind gerade in Galactic Zone, das direkt links davon ist. Okay, okay. Für mich war dieser ganze Vault Mist totaler Quatsch. Steck nicht ohne Kontrolle über irgendwas unter die Erde. Das kann da schon passieren. Ich meine, du weißt, was passiert, aber ich glaube, du hast dasselbe gemacht. Irgendwie. Ja. Oh, ein Schlitzschlüssel. Aber ich nehme an, du hättest dasselbe gemacht, wenn du damals gelebt hättest. Weil ich glaube nicht, dass deine Reaktion das gewesen wäre, wenn du nicht ein Raider wärst. Zukunft, in der die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen ist, um neue Abenteuer zu erleben.
Okay, du bist nicht gefährlich. Arcturus Prime, eine Grenzkolonie im Jahr 2291. Oh, das Jahr ist jetzt gerade. Auf der Oberfläche dieser abgelegenen, trostlosen Welt ist kein Leben möglich. Aber trotzdem sind Roboter hier. Das Leben ist möglich. Unter der Erde. Willkommen in der Vault-Tec-Kolonie Arcturus. Willkommen in der Welt. Dank Vault-Tecs modularer Bauweise Okay. Wir haben Gesellschaft. Schau mal, wer da ist. Mit diesem Ding ist viel zu einfach nur zu scopen. No Scope, 360, was auch immer. Und das sind keine düsteren Bunker. Das ist ein bisschen zu hartnäckig für meinen Geschmack. Wenn die Roboterteile auch so stark sind wie die hier, dann ich kann damit ein paar tolle Roboter bauen. Nö. Wird Gage schaffen. Einsatzgebiet kompromittiert. Greife an. Daneben. Ich habe keine Zeit für Fischereitouren, Yachthafen. Gage, bitte. Bitte nicht. Nein, Gage, nein. Ja, warte. Oh. Ich trage schon wieder zu viel. Ach, hier war der. Betreten Sie Ihre geräumige Privatsuite, ausgestattet mit allen möglichen Annehmlichkeiten. So, wo... Ah, hier. Hey. Ja? Da ist ziemlich viel Elektronikzeug, also... Pass gut darauf auf. Was ist los? Kein Schloss, ein Problem für mich. Cool. Kein Schloss steht zwischen dem Oberboss und dem Oberboss. Ah, da geht's durch. Und dank modernster Technologie. Oh. Nein, ich brauch das Raumanzug-Kostüm. Hat keine Dings. Es ist nicht genug, das ist sicher.
dann, wo ist mein Red-Zeug? Hörst du was? Darüber hinaus. Ach, hier ist jemand. Verkäufer, der hat nichts. Aber sein Seesack. Ich dachte schon, da würde jemand stehen, aber es war nur Gage. Erleben Sie eine Zukunft in den Sternen. Erleben Sie Wort. Mehr Informationen erhalten Sie bei einem Verkaufsmitarbeiter, wo Sie sich auch für das Vault-Programm registrieren können. Vielen Dank und viel Spaß noch hier in Nuka World. Danke. Funktioniert der Aufzug eigentlich? Für mich war dieser ganze Vault ein totaler Wahnsinn. Nicht ohne Kontrolle über irgendwas unter die Erde. Was kann da schon passieren? Wo geht der hin? Das ist doch wohl eher die Frage.